Freiheit über alles lieben, war der Wahlspruch Beethovens. Ganz schön viel Pathos, nicht wahr? Freiheit über alles lieben, das geht uns heute nicht mehr leicht über die Lippen. Aber historisch betrachtet ist das gar nicht so unplausibel. Denn in den letzten 200 Jahren wurde im Namen der Freiheit und in der Berufung auf sie so mancher Mensch aus der Knechtschaft emanzipiert, aus religiöser Unterdrückung, geschlechtlicher, politischer, ökonomischer. Und trotzdem, wenn heute ein Politiker beispielsweise in einer Talkshow sagen würde, Freiheit über alles lieben, dann würde das Störgefühle bei den meisten von Ihnen, von uns auslösen. Einige Freunde der Freiheit fühlen sich heute vielleicht im konservativen Lager wohler, weil es ihnen weniger auf Willkür und Freizügigkeit ankommt, als vielmehr auf das Gemeinwohl, Werte und Tugenden. Andere alte Freunde der Freiheit wandern vielleicht nach links ab, weil sie verstehen, Freiheit braucht Voraussetzungen und diese schafft der Markt nicht immer von alleine. Und Dritte wandern aus guten ökologischen Gründen vielleicht aus dem liberalen Lager heraus, weil das Prinzip der Freiheit, so scheint es, zu unbekümmert über die Bedürfnisse der Umwelt, der Natur hinwegzugehen scheint. Deswegen steht der Liberalismus in der Kritik und mit ihm die Idee der Freiheit. Neoliberalismus ist ein Kampfbegriff geworden. Die Politiken der Freiheit, die international wirkmächtig geworden sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten, Stichwort Washington-Konsensus, sind scharf und nachhaltig kritisiert worden. Ich glaube, bei dieser Idee von Freiheit, die ich hier begonnen habe zu skizzieren, handelt es sich um eine halbierte Version von Freiheit, um einen reduzierten Liberalismus, einen Liberalismus, den wir überwinden müssen im Namen weltbürgerlicher Verantwortung. Ich kennzeichne das dahinterstehende Denken als quantitative Freiheit. Quantitative, weil es diesem Denken um die Anzahl der individuellen Optionen geht. Das Motto dieser Freiheit ist, je mehr, desto besser. Wenn Sie die Konzeption verstehen wollen, die hinter vielen libertären und neoliberalen Theorien steckt, denken Sie sich einen Tisch, an dem Männer in gebeugter Haltung schachern. Sozialvertragstheoretiker bezeichnen diesen Tisch dann als einen Verhandlungstisch. Spieltheoretiker reden von einem Spieltisch. In jedem Fall wird geschachert von Menschen, die vorgestellt werden ausschließlich als kluge Maximierer ihres Eigeninteresses, als homines economici. Und da sitzen sie nun und versuchen, so viel wie möglich Freiheiten für sich zu haben, so viel wie möglich Optionen an sich zu ziehen, aber die anderen versuchen das auch und es kommt zu einem Gezerre und dann überlegt man sich und sagt, nun ja, vielleicht muss ich dem anderen die eine oder andere Freiheit gewähren, um sie selber in Anspruch nehmen zu können und ich werde geben, weil ich nehmen will. Aber wenn ich ein kluger Maximierer meines eigenen Vorteils bin und sonst nichts, dann gebe ich genauso viel, höchstens, wie ich nehmen will, idealerweise weniger. Ich werde also denen geben, die auch mir nutzen können. Mich vor der Schädigung von Freiheit bei denen zurückhalten, die auch mir und meiner Freiheit schaden können. Es entstehen Tauschgeschäfte, Verbindungen der symmetrischen Wechselseitigkeit. Menschen aber, die uns weder nutzen noch schaden können, werden gar nicht überhaupt an diesen Spieltisch bzw. an diesen Verhandlungstisch herangeführt. Deswegen kommen die Rechte zukünftiger Generationen in vielen neoliberalen Freiheitstheorien zu kurz. Denn Menschen, denen wir nie begegnen werden, können uns weder nutzen noch schaden. Ganz egal, ob wir ihre Lebensbedingungen optimieren oder ruinieren. Das Gleiche gilt für Menschen mit schwersten körperlichen und geistigen Behinderungen. Wenn wir uns nicht vorstellen können, in diesem Gedankenmodell der quantitativen Freiheit, dass sie uns jemals werden nutzen oder schaden können, warum sollten wir mit ihnen einen vorteilsbedachten Tausch eingehen? Oder denken wir an Menschen, die auf weit entfernten pazifischen Inseln wohnen. Wir können ihnen schaden durch eine klimaunfreundliche Politik, sodass ihre Insel vielleicht irgendwann überschwemmt wird.
Sie aber können einen gleichen Schaden nicht aufnehmen. Warum sollten wir sie in unser vorteilsbedachtes Kalkül mit einbeziehen? Die Theorie der quantitativen Freiheit, die Theorie des Schacherns um Optionen, ist also, meine ich, eine Theorie, die an vielen Verantwortungen Fehlleistungen produziert und die immer dort bricht und kaputt bricht, wo die Verhältnisse nicht symmetrisch sind, wo die Menschen nicht ungefähr gleich stark, gleich leistungsstark sind, sondern wo es stark asymmetrisch wird. Ich meine, wir müssen diese reduzierte, halbierte Form von Freiheit hinter uns lassen, um uns auf die gewaltigen Probleme, die im Zeitalter der Globalität sich uns in der Weltökonomie und der Weltökologie, aber auch der Weltpolitik stellen, besser zu wappnen und aufzustellen. Die Inspiration, die mich dazu getrieben hat, es noch einmal neu zu versuchen, noch einmal neu über diesen alten Gedanken, über diese ehrwürdige Idee der Freiheit nachzudenken, hatte ich ehrlich gesagt schon als kleiner Bub. Meine Eltern haben mich oft im Planetarium geparkt, weil als Kind wollte ich gerne Astronaut werden, wie so viele von Ihnen vielleicht auch. Nur bei mir schlug sich das weniger in Plastikspielzeug und Raketen nieder. Das fanden die Eltern nicht so gut. Ich musste populärwissenschaftliche Bücher über Astronomie lesen. Das fanden die Eltern besser. Und das hatte eine gewisse Nebenwirkung. Ich habe mich verliebt in eine Theoriedarbietung. Ich habe mich verliebt in einen Wissensvermittler namens Carl Sagan. Ich weiß nicht, ob der Name ein Begriff ist. Er war damals Direktor bei der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA und zuständig unter anderem für das Voyager-Programm, also die ersten Sonden, die in umfassender Weise unser Solarsystem erkunden sollten. Und Carl Sagan war ein begnadeter Vermittler von astronomischem Wissen, sodass es nicht nur unser Hirn, sondern auch unser Herz erreicht. Und genau in diese Art der Wissensvermittlung habe ich mich verliebt, und zwar besonders in ein Bild von Carl Sagan. Als Voyager 1 im Begriff war, die Grenzen unseres Solarsystems zu verlassen, ordnete er an, dass sich die Sonne noch ein letztes Mal dreht und ihre Aufnahmegeräte in die Richtung auf den Planeten sendet, von dem sie kam, unsere Erde. Das Bild, das damals aufgenommen wurde, können Sie im Internet finden. Sie googeln Pale Blue Dot. Und genau darum geht es in diesem Bild auch. Es ist ein riesiges Bild, voller Schwarz. Endlose Weiten, schwarz, leer, leblos. Und dann ganz klein sehen Sie schimmern einen winzigen bläulichen Punkt, einen Pale Blue Dot. Das sind wir. Das ist die Heimstatt von uns allen. Das ist der Ort, wo alles, was uns etwas wert ist, sich abspielt. Das ist unsere eine Welt. In diesem winzigen Tropfen voller Leben, gegenüber einem unendlichen Ozean von Leblosigkeit, sind unsere Zwiste und unsere Freuden, unsere Kämpfe und unsere Harmonien, sind unsere Aspirationen und Erfolge in diesem kleinen Tropfen. Carl Sagan zog daraus die Konsequenz zu sagen, es gehört zur Würde der menschlichen Existenz, dass wir diese kosmische Seltenheit unseres Lebens, diese Einmaligkeit von unserem Leben bewusst wissen zu können, es frei gestalten zu können, dass wir das realisieren, das macht die Würde unserer Existenz aus. Zugleich gehört es zur Bürde unserer Existenz, dass wir wissen, dass wir mit diesem Bewusstsein und mit unserer Freiheit eben dieses Leben, eben diese Freiheit auslöschen können. Die Würde und die Bürde der Freiheit, unsere individuelle Selbstbestimmung und unsere globale planetarische Verantwortung gehen also in eins. Das war das Bild, was mich im Alter von vielleicht 8 Jahren unglaublich ergriffen hat und mich bis heute bei meinem Philosophieren orientiert. Deswegen habe ich versucht, das Motto
des bisherigen Freiheitsdenkens, der quantitativen Freiheit, einmal umzudrehen. Nicht zu sagen, je mehr, desto besser, sondern statt dieser so schlichten wie schlechten Formel es einmal mit je besser, desto mehr zu versuchen. Einmal zu sagen, je intensiver unsere individuelle Freiheit im Einklang steht mit der universellen Freiheit, je besser sie die Chancen anderer Menschen auf ein autonomes Leben in Würde, je nachhaltiger sie die Gelegenheiten auch zukünftiger Generationen auf ein Leben in Freiheit herstellt, desto stärker sollten wir sie schätzen, schützen, fördern. Wenn wir Freiheit so denken, finden wir, glaube ich, einen wichtigen Weg zwischen zwei gleichermaßen unattraktiven Alternativen hindurch. Die eine Alternative ist die rein quantitative Freiheit, einer Freiheit, die sich verantwortungslos gegenüber denen gebärdet, mit denen wir keine symmetrischen Nutzens- oder Schadensbeziehungen aufbauen können. Und andererseits einem Aufruf, die Probleme der moralischen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit in unserer Welt am besten doch gleich mit einer Tugend-, Sozial- oder Ökodiktatur zu lösen. Ich glaube, es muss darum gehen, dass wir einen mittleren Weg finden, dass wir liberale Wege zur moralischen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit finden. Und ich glaube, die Formel dafür, an der wir uns orientieren können, ist je besser, desto mehr. Qualitative Freiheit. Im direkten Vergleich gesprochen, quantitative Freiheit betrachtet Freiheit wie ein Blatt Papier, das umso kleiner wird, je mehr Schnipsel wir davon an andere verteilen. In der Theorie qualitativer Freiheit dagegen betrachten wir Freiheit wie eine Flamme, deren Leuchtkraft größer wird, je weiter wir sie mitteilen. In diesem Sinne wollte ich heute Abend zu Ihnen kommen und Sie bitten, mit mir noch einmal neu über Freiheit nachzudenken, sie nicht halbiert entgegenzunehmen, nicht die reduzierte und von Verantwortung befreite Freiheit aufzugreifen, sondern Freiheit qualitativ zu denken, als eine Form von Selbstbestimmung, die ihre planetarische Verantwortung nicht meidet, sondern sucht. Dankeschön.